Moin moin, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Heute gibt es hier eine Runde Shakes and Fidget. Und heute werden wir unseren Gladiator-Trainer auf die nächste Stufe bringen und damit versuchen, endlich mal bei den Pets ein bisschen weiterzukommen, ja? Und wir werden heute auch das Dämonenportal legen. Das sollte generell machbar sein. Ich zeige euch mal, ich habe euch mal noch was aufgehoben hier aus, ja, den Free Tries, die ich gemacht hatte die letzten Tage, weil ja ein paar andere Videos auch dazwischen kamen. Und zwar war das das Portal davor gewesen, vor dem jetzigen hier. Und ja, das war auf 100% gewesen. Und ich hatte gedacht, ja, das, ja, weiß ich nicht, jetzt wird es wahrscheinlich ein bisschen haariger werden mit dem Mondportal so. Aber ich muss sagen, wir kommen tatsächlich noch sehr, sehr gut durch. Also bisher habe ich noch nicht länger als, ja, 2 Tage an einem Dämonenportal gesessen so. Meistens mache ich immer über 50%, ja, in den meisten Fällen sogar 60, so 70, ja, und das war jetzt hier ein Portal, das war sogar, ja, One-Hit kann man so sagen, First Try 100% komplett in einen Versuch abgezogen. Und das schmeckt natürlich immer, da spart man sich einen kompletten Tag dann und kann den nächsten Tag dann gleich das nächste attackieren. Jetzt sind wir hier beim nächsten, ja, Soldat des Unheils, den haben wir schon gut massakriert, also den haben wir gestern schon angegriffen. Da haben wir, ja, ein bisschen Damage gemacht und heute sollte er eigentlich fallen, sodass wir morgen dann direkt an den nächsten ran können, ne? Das heißt, wir haben nochmal 1% mehr Leben durch das Portal, kriegen jetzt nochmal 5% mehr Crit-Schadensbonus durch den Gladi. Das heißt, in den Dungeons sieht es schon mal wieder ein Stückchen besser aus. Ja, und natürlich auch in den, ja, Portalen der nächsten Tage. Mir fällt gerade ein, ich hätte auch auf ganz Nummer sicher gehen können und erst den Gladi skippen und dann das Portal hier machen. Wäre vielleicht noch eine Stufe sicherer gewesen. Ja, also fürs nächste Mal da auch ein bisschen besser drauf achten vielleicht an der Stelle mal, ne? Und ja, wir haben hier den Gladi-Trainer. Ich habe mein Herz auf 12 gebracht. Jetzt kommt der Gladi dran, kostet 526 Pilze. Ist aber worth. Werden gleich das weiter ausbauen. Ist aber worth, da es halt, ja, ein Buff ist, der nicht nur mich betrifft, sondern halt auch meine Begleiter plus meine Pets halt auch. Und ja, ich bin mal gespannt. Wir haben gestern bei den Pets hier auch Nyxhoid freigeschaltet. Übrigens, damit ich mal die Kämpfe hier nochmal zeige, habe ich auch eine Etage im Märchenturm gelegt. War ein Free Try, nimmt man mal mit. Ja, also hier stehen wir jetzt auch vor der 99. Etage, können wir gleich auch nochmal reinschauen. Genau. Ja, bei Wasser Nyxhoid. So, jetzt haben wir hier Tintak, jetzt will ich auf Fluor auch gehen. Den müssen wir als nächstes freischalten. Ob der liegen kann, jetzt schon, wage ich zu bezweifeln, weil es ist ein Magier, der macht verdammt viel Schaden. Und ja, Tintak ist ja ein Geschickgegner, sieht nicht so gut aus. Das heißt, ich glaube, wir müssen den noch ein paar Stufen leveln. Wer aber liegen muss, ist unbedingt hier Dragopyr, weil die Erdbeeren, die stacken sich schon, die werden langsam schlecht hier, ne? Und ich hoffe unglaublich, dass bald ein Pet-Event kommt, dass ich dann hier auch Dragopyr dann 9 Früchte am Tag füttern kann. Ist ja denn so am Pet-Event. Aber bis dahin müssen wir Dragopyr erstmal freischalten. Ich hoffe jetzt durch den Gladiator, dass der jetzt liegt. Der muss liegen jetzt. Die Chance ist nicht sehr hoch. Vorher war sie bei 0,2 oder so vor dem Gladi-Skip. Jetzt müsste sie ein bisschen höher sein, was immer noch verdammt niedrig ist. Es ist halt die pilzintensive Route, die ich hier gewählt hatte. Wir hatten Dragopyr, also ich hatte immer so Free Tries gemacht, so gut es halt ging. Und ich hatte Dragopyr tatsächlich schon ein paar Mal fast down gehabt. Aber ihr seht halt, dass hier Tries dabei sind, die sehen gar nicht mal so gut aus. Ja, also die sehen wirklich sehr, sehr schlecht aus. Bevor wir hier aber reingehen, machen wir erstmal noch unseren anderen Stuff fertig hier. Wir haben nämlich noch das Glücksrad, was wir drehen können. Das drehen wir kurz mal noch durch. Ja, damit wir hier unseren Daily Stuff noch nachgehen können. Und werden vielleicht mal in den Dungeons schauen, dass wir vielleicht hier noch das Easy Level Up snacken. Vielleicht durch einen Wirbelwind oder so. Jetzt mit dem Portalbonus plus Gladi sollte der machbar sein. Und ist auch machbar. Haben wir. Sehr gut.
Ja, ich weiß nicht, wie die Etagen danach aussehen. Die brauchen wir, glaube ich, erstmal nicht probieren. Ja, wir können mal im Märchenturm schauen, bevor wir gleich zu den Pets kommen. Wie gesagt, wir müssen die Pets unbedingt besiegen. Es geht nicht anders. Also speziell Dragopyr müssen wir kloppen, damit wir hier auch mal weiterkommen da bei Feuer. Ansonsten stehe ich hier auf der Stelle. Ja, der Märchenturm sieht aber auch sehr gut aus, muss ich sagen. Jetzt mit den neuen Upgrades sollte der auch machbar sein. Die letzten Etagen sind ja noch mal ein bisschen härter, aber tatsächlich sollte der mit einem einigermaßen guten Try, sollte der auch drinne sein, und ist er auch. Und jetzt sind wir bei 100 von 100. Das haben wir schon mal. Intelligenz. Ja, plus 13 nimmt man, denke ich mal, mit. Steingewinnung machen wir. Zack. Ich hatte vorhin, ja, ich hatte hier beim, ich glaube, ja, stimmt. Der Gürtel ist neu hier beim Marquardt. Den hatte ich vorhin getauscht. Das war ein gutes Upgrade. Ich wollte gucken, ob da Lebensenergie drauf war. Aber soweit rennen hier noch alle mit Lebensenergie rum. 15% ist sehr gut. Ja, und jetzt sind wir hier schon beim letzten Gegner vom Turm. Scharpünzel hier ist nochmal ein Stärkegegner. Und wenn der liegen würde, wäre das natürlich super nice. Mal schauen, ob wir den die Folge vielleicht sogar besiegen könnten. Dann hätten wir den schon mal, ja. Wären wir schon mal mit dem Turm durch, der sieht auch eigentlich gar nicht so verkehrt aus, muss ich sagen. Ja, der sollte auch machbar sein. Wir machen mal noch 50 Tries in den Gegner rein, und dann müssen wir unbedingt zu den Pet wechseln. Weil, ob ich will oder nicht, Dragopyr muss halt liegen so. Es geht nicht anders, ne? Es geht halt nicht anders. So, mal schauen, ob sie hier innerhalb von den 50 Tries liegen wird. Wäre cool. Dann wären wir schon mal mit dem Turm durch soweit. Das ist schon mal sehr cool, dann brauchen wir uns darüber keine Gedanken machen, und wir questen schon mal mit dem maximalen Goldeinkommen, ne? Runen plus hier Gilde plus Turm, haben wir dann schon mal alles auf Maximum. Wenn nicht, dann fällt sie halt hier an einem anderen Tag. So, wir sind gleich durch mit den 50 Tries. Boah, da haben wir sehr knappe Versuche mit bei. Okay, gut. Will noch nicht, ist in Ordnung. Ja, dann ist das so, aber dann müssen wir erstmal zu den Pet wechseln. So, hier, ich glaube, die anderen liegen erstmal noch nicht. Die sind, glaube ich, alle noch ein bisschen zu schwach. Ich glaube, bei Erde geht auch noch nicht so viel, ne? Nee, den muss ich auch noch ein bisschen weiter hochziehen. Ja, bei Wasser ist auch gerade Ebbe. Ja, bei Wasser ist gerade Ebbe. Fluor, ja, müssen wir noch ein bisschen warten, bis wir Tintag hochleveln. Es ist halt einfach das Feuerelement, was hier jetzt als nächstes drankommen muss. Und ja, da führt leider kein Weg dran vorbei. Ich hab mich jetzt für diese Route entschieden. Und ja, jetzt muss ich da halt durch. Und ich denke mal, mit einem 12er Gladi sollte das wirklich mehr als machbar sein. Ich hatte es schon gesehen bei Leuten, die schon 10er Gladi hatten oder so und haben hier Dragopyr gelegt, ne? Also sollte es mit einem 12er Gladi wirklich mehr als machbar sein, so, ne? Wie hoch die Chancen sind, jetzt keine Ahnung mit einem 12er, ne? Aber ja, wie gesagt, man hätte auch eine andere Route nehmen können. Man hätte auch über Kokofür, glaube ich, gehen können, ne? Und dann vielleicht auf Dragopyr. Aber ja, das ja, wäre auf jeden Fall, glaube ich, die pilzsparendere Variante gewesen, ne? Jetzt decken sich aber schon die Früchte bis ins Unermessliche. Deswegen, ja, muss ich hier einfach jetzt mal so lange tryen, bis er halt liegt. So, ne? Anders geht's nicht. Ich kann mich jetzt nicht mehr umentscheiden. Das ist halt, ja, das Ding mit den Pets. Oh, da haben wir ihn, da haben wir ihn, da haben wir ihn. Sehr nice, sehr nice, sehr, sehr nice. Pet-Angriff, wo ist denn der? Wo ist denn der jetzt gespeichert hier? Habe ich den nicht gespeichert? Ja, nee, ich habe den nicht gespeichert, aber der sollte eigentlich automatisch speichern, ne? Warte mal, dann machen wir mal einen Angriff. Dann machen wir mal einen Angriff. Sehr nice, Alter. Wir haben Dragopyr down, Alter. Das ist doch mal sehr erfreulich hier. Ah, fuck. Ich musste den Kampf speichern. Hoffentlich speichert der jetzt trotzdem noch den letzten. Ja. Oh, Glück gehabt. Oh, ein Glück. Ja. So könnt ihr übrigens, wenn die Kämpfe nicht gespeichert werden, könnt ihr das so rückgängig machen. Okay. Nice. So, zweimal ist er jetzt ausgewichen. Dreimal. Viermal. Fünfmal, sechsmal, die Crits schmecken aber schon. Siebenmal, achtmal ausgewichen. Okay, gut. Ja,
Die Chance war nicht sehr hoch, wir haben es trotzdem geschafft und jetzt können wir endlich anfangen, hier Dragopyr zu füttern. Kommt in der freien Bahn, in der freien Wildbahn nicht vor, dafür gelegentlich im Waffenladen deines Vertrauens. Das heißt, wir gehen jetzt mal in den Waffenladen rein und blättern mal ein bisschen, bis hier Dragopyr kommt. Und da ist auch schon Dragopyr. Da ist er aus dem Ei geschlüpft, ja. Sehr nice. Boom. Zack. Haben wir ihn endlich, ey. Wurde aber auch mal wirklich Zeit. So, jetzt können wir anfangen, ihn hier zu füttern. Und wie gesagt, ich hoffe so sehr, dass jetzt bald Pet-Event ist, damit wir hier den 9-mal am Tag füttern können. Dann werde ich auch meine ganzen Früchte los. Dann ist das auch nicht so schlimm, dass wir hier ein bisschen hinterher hängen, so, ne? Dann kann man das darüber auf jeden Fall wieder ein bisschen ausgleichen. So, ja, zum Schluss können wir auch nochmal gucken, was die anderen Dungeon-Gegner hier sagen. Ja, es ist ein Battle Mage, der hat sich noch ein bisschen mallig, ne? Mal schauen, wie es im Olymp aussieht. Die haben alle jetzt nicht eine sehr hohe Erfolgschance, soweit ich das sehe. Der sanfte Riese, der könnte eventuell auch noch fallen. Ja, aber das ist halt ein Gegner, der gibt halt jetzt auch nicht so sehr viel Erfahrung, ne? Okay, den lassen wir auch noch mal. Dann Tor. Tor ist hier auch am Start. Nee, auch nicht. Und das Hügelbeet auch nicht. Und der hier, der würde uns auch richtig fette Erfahrung geben. Aber ich glaube, der ist auch noch nicht so machbar. Ich meine, wir hatten schon Gegner, die sahen ähnlich schlecht aus. Ne? Also, ja, ist halt nur eine Glückssache von Blocken und halt eben, ne? Dass er halt eben nicht blockt hier, der Peter, ne? Ansonsten bräuchte ich hier, glaube ich, noch nicht so viele Tries reinstecken. Was ich gerne gehabt hätte, wäre hier im Märchenturm, wenn wir den besiegen. Ne, da waren sehr knappe Tries dabei, aber da müssen wir dahingehend erstmal ein bisschen abwarten. Bis dahin können wir aber, glaube ich, noch im Wirbelwind ein bisschen vielleicht was legen. Ja, hin und wieder mal so ein klein bisschen was. Ja, da geht ein bisschen was, das ist gut. Ja, da geht sogar einiges. Oha. Gut, aber bevor das Inventar hier wieder knüppelvoll ist, würde ich sagen, heben wir uns die Etagen mal ein bisschen auf, ne, damit wir hier nicht unser ganzes Inventar vollsauen. Da werden wir hin und wieder mal ein bisschen was machen. Und ein bisschen Platz haben wir ja noch, ne? Ein bisschen Platz hätten wir ja noch. Mal gucken, ob der geht noch. Sehr gut. Der danach vielleicht noch. Ah, ist wieder ein Stärkegegner, der war aber auch sehr knapp. Ja, oh. Schild plus 13. Ja, das Ding ist, ich habe meins hier schon 6-mal verbessert. Ne? Plus 13, 410. Ich glaube, das ist worth. Werde ich das morgen, denke ich mal, zerlegen. Ja, 5, 6-mal verbessern. Das sind ganz schöne Ressourcen. Das sind schon heftige Ressourcen hier. Für plus 13 Stats ist das schon ziemlich viel. Aber wir machen das mal. Wir kriegen ja hier auch wieder ein paar Ressourcen zurück. Also von daher ist es, denke ich mal, in Ordnung, ne? Okay, und dann können wir es dabei belassen. Ansonsten haben wir auch eine neue Rolle freigeschaltet hier, ne? Das habe ich auf mein Farm-Equipment natürlich gepackt. Das ist die neueste, ne? Amulette, Abenteuer bei, ja, Gegenstände bei Abenteuern am Wegesrand finden. Und ja, somit haben wir erstmal hier alles abgedeckt, ne? Ist jetzt nicht die beste Rolle, ne? Aber ja, naja, gut. Was Besseres kommt die Tage, denke ich mal noch. Jetzt geht es ja immer schneller voran hier mit den ganzen, mit den ganzen Rollen, ne? Gut, dann machen wir nochmal schnell den Würfelspieler. Da gehen wir mal auf Kristalle. Sanduhren haben wir ja erstmal noch mehr als genug. Ansonsten Ressourcen sind immer sehr wichtig. Ich brauche eigentlich gar nicht so viele Kristalle. Eigentlich mehr so Steine, ja, Seelen, sehr gut. Und halt Holz, ne? Das ist halt, ja, das bräuchte ich so am meisten. Aber zwei Kristalle kann ich trotzdem nicht liegen lassen. Ja, es hat sich gelohnt. Sehr gut, ja. Ansonsten präferiere ich da dann doch tatsächlich mehr die Seelen oder Steine. Ja, sehr gut. Das ist vielleicht nochmal ein 4. Okay, gut. Alles klar. Gut, dann sieht das ja schon mal ganz gut aus soweit. Und dann würde ich sagen, sind wir soweit durch. Wir können hier natürlich jetzt noch zum grünen Abschluss hier nochmal angreifen und das Gildenpad hier auch nochmal massakrieren. So. Und dann war es das soweit für diese Folge. Bisschen Fortschritt gemacht, ne? Mal schauen, wann wir als nächstes hier im Märchenturm den letzten Gegner hier besiegen. Der sah ja schon teilweise sehr, sehr gut aus.
Aber das soll es erstmal soweit für heute gewesen sein. Falls es euch gefallen hat, dann lasst gerne Bewertung und Kommentar dazu da. Ansonsten wünsche ich euch noch einen super schönen Tag. Vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Haut rein und bis zum nächsten Mal.